Eigentlich läuft es doch schon wieder hier beim SC Freiburg. Herzlich willkommen zurück beim Fußballmanager 22 hier bei der Splinter. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Und wenn wir uns die letzten Spiele und Ergebnisse so anschauen, dann muss man sagen, ja, eigentlich läuft es doch wieder. Die Hertha 3-0 geschlagen. Gegen Hansa Rostock leider Gottes nur ein 1:1. Gegen Mainz 3-1 gewonnen, dann das Freundschaftsspiel davor. Gegen Bremen 1-0 gewonnen, gegen Union Berlin ärgerlicherweise ein 2:2. Im Pokal mit einem 3-1 gegen Berliner AK weitergekommen. Davor erst die letzte Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, 1:2. Aber auch davor das sensationelle 1:0. Wir erinnern uns gerne zurück an das Tor von Eckstein. Wir haben die Bayern geschlagen und insofern sieht das in jüngster Vergangenheit sehr, sehr ordentlich aus. Nichtsdestotrotz gibt es einiges zu tun und das zeigt mir allein die Tatsache, dass ihr rege kommentiert. Ich finde es immer noch mega cool, dass ihr so mit dabei seid. Vielen, vielen Dank dafür und ich werde in dieser Folge einiges umsetzen. Und wir beginnen diesbezüglich jetzt hier in der neuen Folge. Wenn ihr Bock habt, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr neu dabei seid. Würde mich sehr darüber freuen. Viel Spaß mit dieser neuen Folge mit dem SC Freiburg. Und das erste, na sagen wir fast schon Bauernopfer, was hier heute fallen wird, ist Jarrad Branthwaite. Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ich mache jetzt hier einfach Nägel mit Köpfen. Der hat einfach massiv an Reputation, an Fähigkeit, an allem verloren, was es so benötigt. War die, ich wiederhole mich da gerne, große, große Hoffnung unserer Innenverteidigung. Hat das Ganze nie oder nicht lange erfüllen können. Und insofern geht Branthwaite jetzt, und das wird ihn natürlich komplett aus der Bahn werfen. Ihr seht schon die Moral, er ist verstimmt in die zweite Mannschaft, aber ich sehe da keinen weiteren Ausweg. Gucken, ob wir vorher mit ihm sprechen können, aber das ändert auch nichts daran. Naja, wir können ihm zum Jubiläumsspiel gratulieren. Wir können ihm natürlich die gänzliche Zukunft absprechen, aber wir machen es anders. Wir sehen das schon nochmal als Möglichkeit für ihn, wobei das natürlich auch ein weiter, weiter Weg ist bei der Stärke, die er hier momentan an den Tag legt. Und wir sagen ihm, ich möchte, dass du in meiner Reserve oder in der Reserve beweist, dass du in die erste Mannschaft gehörst. Mal gucken, was passiert. Er kann nicht glauben, was er hört. Klar, es überrascht ihn. Schön, dass Sie wenigstens vorher mit mir sprechen, meint er dann. Das kann jetzt pure Ironie sein oder aber das Eingeständnis. Wir gucken, wie wir jetzt hier mit dem Verschieben in die zweite Mannschaft seine Moral ankratzen. Na, es geht. Das scheint er abzukönnen. Vielleicht genau deswegen. Im Gegenzug kommt aber Sildilia hoch in die erste. Genauso alt, aber natürlich mit viel mehr Optionen. Könnten ihn natürlich auch nochmal motivieren. Und das Ding ist, Ezequem und Sildilia könnten hoch. Itter wurde auch vorgeschlagen als Rechtsverteidiger. Aber da kommt jetzt eine andere Komponente mit rein. Denn Morey ist gerade zumindest ausgesprochen gut in Form. Wir reden über einen grundsätzlich 75er Rechtsverteidiger. Das ist nicht schlecht. Das Selbstvertrauen ist ein bisschen weg. Er ist verstimmt, die Form passt aber. Die Frage ist, bekommen wir ihn so nochmal mit der Ansprache motiviert? Ja, super letztes Spiel. Er gewinnt 5 Moralpunkte hinzu. Und wir sehen es hier nochmal, war in der 11 des Tages im vergangenen Spiel. Und das, obwohl wir ihn erst in der 69. für Saar gebracht hatten. Das mutet dann ein bisschen merkwürdig an. Aber da ist noch nicht die letzte Hoffnung bei mir entschwunden. Insofern bleibt Itter hier, wo er ist, auch mit seinen 25 Jahren und wenig Talent, 5 von 10 Stärkepunkten insgesamt, hier nicht die erste Option. Aber Ezequem 77, das ist ja Wahnsinn. Die Form noch nicht mal so gut. Das Problem ist, mit Suarez hat er natürlich jemanden vor der Brust, wo er wenig Spielanteile bekommt. Der hat einen Vertrag bis 28. Die Frage ist, wann geht er? Geht er überhaupt nochmal? Günther, sicherlich das Auslaufmodell hatten wir auch schon als Thema, aber natürlich noch wirklich fit. Ist aber auch gerade gut in Form und auch optimistisch. Bis 27 in uns gebunden. Wenn der natürlich nachlässt, dann die Option, dass wir dann Günther in die zweite schieben. Aber Suarez nimmt Ezequem definitiv Spielzeit. Auf der anderen Seite könnten wir mit ihm natürlich ganz gut auch mal ein bisschen Rotation reinbringen. Suarez muss nicht jedes Mal spielen, aber dadurch, dass wir Günther noch haben, kann ich jetzt hier nicht den Tausch machen und ich will nicht noch jemanden auf die Bank versauern oder auf die Tribüne setzen müssen. Insofern lassen wir Ezequem da, wo er ist. Sildilia ist insgesamt zu schwach. Aber natürlich eine viel, viel bessere Option im Vergleich zu Branthwaite jetzt momentan. Vor allen Dingen müssen wir beachten, dass Stevens momentan verletzt ist. Ja, wobei ich sehe gerade nur noch einen Tag. Nicht allzu lang.
Nichtsdestotrotz noch ein vierter Innenverteidiger in der ersten Mannschaft ist sicherlich sinnvoll. Und insofern kommt Zeldilia jetzt hoch. Riesentalent natürlich hier Chatzigorgos, der aber ausgeliehen wird ab dem 1.1. Das hatten wir in einer der vergangenen Folgen. Insofern, ja, wir haben hier unten noch genug Innenverteidiger. Rosenfelder wird reinkommen für Zeldilia. Den schieben wir jetzt dauerhaft hoch. Was ihn natürlich freuen wird, Vidovic ist verletzt. Kommen wir mal wieder zu der alltäglichen Vorbereitung zum Spiel gegen die Frankfurter hier am Samstag, dem 7. Dezember. Vidovic ist raus für 8 Tage. Damit kommt natürlich automatisch Jean-Pierre wieder rein. Stindl auf die Bank. Oh, ein schöner Song. Stindl auf die Bank. Stindl auf die Bank. Aber genug mit meiner Gesangskünste. Ich kümmere mich nochmal um die Torhüterposition. Wir haben Dezember. Bald macht das Transferfenster auf. Und ein Kommentar lautet auch auf: Varela muss nun endgültig raus aus dem Tor. Weg mit ihm. Und wie so schon erwähnt, einen erfahrenen, soliden Ligakeeper holen. Das wünscht sich hier der Kollege Karl Kontermann. Ich sehe schon ein, dass Varela echt viele Böcke diese Saison gebracht hat. Kostil ist eher der sichere Rückhalt. Wird aber auch nicht jünger, da müssen wir uns auch drüber im Klaren sein. Problem ist, wir haben für Varela 12 Millionen ausgegeben. Als Option bekomme ich hier geliefert Manuel Riemann vom VfL Bochum. Oh, 36, ja, keine Option. Wird die Karriere auch mit Vertragsablauf beenden. Und da ist natürlich zu wenig Stärke drin, als dass wir uns den holen könnten. Optional der Kollege Horn, der immer noch beim FC Köln spielt, 31 Jahre, gutes Alter, 76er Keeper, Vertrag bis 2027. Was hat er an Charakterzügen? Fair, vereinstreu, ehrgeizig, professionell, weite Abwürfe. Ich glaube, ich habe den schon mal angefragt und ich glaube, der Verein war nicht attraktiv genug. Ja, und genauso ist es auch jetzt wieder. Das heißt, wir gucken uns nochmal nach Torhütern um. Ich bin da gerne gewillt, nochmal zumindest drüber nachzudenken. Und ich habe mich natürlich auf starke Torhüter mit einer 10er Bekanntheit, die realistisch transferierbar sind, beschränkt. Und dann landen wir immer wieder bei Thiago Volpi von Sao Paulo, der allein durch seine Erfahrung hier glänzen kann. 78. Aber er ist natürlich Brasilianer durch und durch. Hat nie woanders gespielt. Also insofern da der Wechsel in die Bundesliga. Puh, knappe Geschichte. Wirklich jung, also na klar, wir könnten die Etablierten wie Marc Flecken hier holen. Das verstimmt. Jung und mit einer gewissen Perspektive ist Dmytro Ritsnik. Der ist allerdings sehr stark von der Grundfähigkeit her. Kostet allerdings auch wieder sehr, sehr viel Geld. Irfan Eribayat nenne ich ihn jetzt mal, hoffentlich einigermaßen korrekt ausgesprochen. Wäre die nächste Option. 26 Jahre alt. Keine echte Verstärkung. Frage ist, ob er uns, na, Gelassenheit ist so die Frage. In Rollenspiel würde ich sagen, Gelassenheit könnte auch den Schlendrian bedeuten. Ich tue mich da echt schwer mit den Torhütern. Lukas Skorupski von Celtic Glasgow wäre noch eine Option, allerdings auch schon 33 Jahre alt. Einigermaßen günstig zu haben, aber mir fehlt so das gewisse Etwas. Mir fehlt einfach die signifikante Verbesserung. Insofern gucken wir mal, was wir noch im Modus Bekanntheit hier unten drunter haben. Unter 10. Und was eventuell hier auch in der Nähe ist, Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv fällt hier auf. Ein Deutsch-Israeli, 24 Jahre alt, 80er Stärke hier prognostiziert, den scouten wir zumindest mal. Außerdem Elias Rafen Olafsson, allein der Name ist geil. Den lohnt es sich natürlich auch hier zu scouten, das machen wir an der Stelle. Vielleicht gibt es da noch eine Überraschung und ansonsten, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung von Varela, aber ich sehe kein signifikantes Upgrade in dem Moment. Und insofern müssen wir das an der Stelle ein bisschen hinten anschieben. Und dann können wir in die Vorbereitung zum Frankfurt-Spiel hier gehen. 11. gegen 12., 14. Spieltag. Und ja, ihr seht die Form, wir sind aber dermaßen drauf. Frankfurter komplett außer Form, die Saison eine Katastrophe. 10. Platz ist nicht das, was man sich vorstellt. Boah, Leipzig, Dortmund, Bayern in Mainz, Stuttgart, Gladbach. Wie immer schicke Partien. Saar hier, Wahnsinn. Sebastian Allaire ist richtig gut drauf. 5 Moralpunkte noch on top. Na, der ist mal richtig gut. Die Moral plus 2 Punkte gewinnt er hier. Wegen seiner Moral momentan. Cessignon. Ja, ist. Wir gucken gerade, ob da was, irgendwas. Oh, was ist denn mit Redmond los? Links außen für Bino Gittens. Mal wieder in Sensationsform. Super letztes Spiel. Gibt nochmal 3 Moralpunkte hinzu. Nico besticht hier durch gutes Training.
5 Moralpunkte on top. Und wir können einige Leute hier motivieren. Ja, und ich frage mich, ob ich Varela nochmal motivieren kann, die Topform abzurufen im nächsten Spiel. Nee, das klappt an der Stelle leider nicht. Morey, wie gesagt, ein Thema. Günther auch für links. Harwood Bellis hat ein bisschen frische Probleme. Sildilia natürlich keine Option für die Startelf. Oh, Stevens ist auch wieder fit. Das sollten wir berücksichtigen und insofern Harwood Bellis tatsächlich komplett rausnehmen. Und dann Sildilia tatsächlich auf die Tribüne schicken, so leid es mir tut. Aber Harwood Bellis natürlich die Option für später im Spiel, je nachdem wie das hier läuft. Ich bin ansonsten sehr einverstanden damit, wie wir hier aufgestellt sind. 862 ist eine super Mannschaftsstärke. Da habe ich mich verklickt, ich will keinen Marathon auswählen. Wie gesagt, Fitness bei 8%, hier passiert eigentlich gar nichts. Aber da klicke ich immer gerne im privaten Bereich rein. Ich habe angeblich den Geburtstag meiner Partnerin vergessen. Sehr gut aufgepasst. 1.10. Dann verbringen wir zumindest mal hier Zeit mit ihr. Muss auch mal sein. Und wir nehmen sie ins Stadion mit. Ganz richtig. Sie kommt gerne mit ins Stadion. Die Karten bekommt sie natürlich umsonst. Und dann öffnen wir noch die Taktik. Wir müssen gar nicht so defensiv stehen und pressen ein bisschen früher gegen die Frankfurter. Kommen natürlich über die Außen. Und dann sind wir nach einer langen, langen Vorbereitung, ich sehe, wie lange ich hier schon aufnehme, endlich beim Spiel gegen die Frankfurter. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht es hier oben, die Tabellenplatzentwicklung ist super, wobei die hier jetzt auf die Saisons bezogen ist. Hier das Größermachen geht, glaube ich, nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Sei es drum. Wie hieß es schon früher bei Friends? Die Zahlen steigen, die Graphen gehen nach oben, also ist alles gut. Doch die Frage ist, bleibt doch alles gut. Heimspiel gegen Frankfurt. Kämpft um jeden Ball. Anpfiff und viel Spaß. Die erste Chance in der ersten Minute. Pierre mit dem Freischuss von links. Verzieht aber leider. Aber guter Start. Doch dann die Frankfurter. Lindström hebelt die Abwehr von Freiburg aus. Batshuayi, Meter im Abseits, wird zurückgepfiffen. Gott sei Dank. Ansonsten wenig los. Das Spiel veräppt und wir haben nicht viel vom Spiel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Lindström kommt zum Flanken. Varela kommt aus dem Kasten, springt ab. Holt sich das Leder bombensicher aus der Luft. Sehr gut. Ja, die Frankfurter drücken. Konzentration. Und dann ist die Chance für uns da. Redmond geht zu Boden. Knapp vor der Linie. Rappelt sich auf. Fällt wieder leicht auf der Linie. Reklamiert. Aber weitergespielt von Referee Windeln. Und dann lassen wir auch mal so stehen. Lindström macht hier alles. Reagiert gedankenschnell. Läuft den Pass. Spitzelt das Ding an Varela vorbei. Lindström zögert. Saar kann aber Gott sei Dank noch hindern. Ah, das ist ein bisschen wenig von uns. Wir schicken schon mal alle zum Warmmachen. Waldschmidt verletzt sich. Knöchel. Nicht unwichtig. Die Frankfurter. Ich bin gespannt, was sie hier machen. Ja, Petter Hauge ist hier definitiv keine Stärkung. Ihr seht das an der 63, die er hat. Und trotzdem die Ecke von Lindström. Jakic will den Ball verlängern. Saar ist einen Moment früher dran. Und kann die Ecke per Flugkopfball klären. Macht hier eine richtig gute Partie bisher. Wobei Stevens mit einer 1,0 hier steht. Lindström macht dagegen fast alles bei den Frankfurtern. 2,0 an der Stelle. Wir kommen nochmal zu einer Chance. Gefällig vorgetragener Angriff. Redmond mit einem unkonzentrierten Abschluss. Der leider nur zum Abstoß führt. Minute gibt es obendrauf. Ja, und das war wenig. Wir registrieren, dass das wenig war. Und sehen die 5,0 von Redmond. Und insofern haben wir jemanden auf der Bank, der da drauf brennt. Vollgas zu geben. Bino Gittens kommt rein. Hinten mache ich mir relativ wenig Gedanken. Dakar als Option. Ja, und eigentlich passt von den Ansprachen nichts. Macht es so, wie wir es im Training eingespielt oder einstudiert haben, ist so das Einzige. Großes Lob natürlich für Stevens und in meinen Augen auch für Saar, der hinten den Kasten oder den Laden zusammenhält. Suarez spielt gut. Wir motivieren Allaire. Und wir motivieren deutlich Jean-Pierre, von dem zu wenig kommt. Zweite Halbzeit, ein Wechsel, ansonsten alle natürlich wieder beim Warmmachen. Da muss jetzt mehr kommen. Die Frankfurter haben nicht gut gewechselt. Wir sind eigentlich stärketechnisch überlegen, aber daran scheint es hier heute nicht zu liegen. Gelb für Touré. Die Frage ist, machen wir was an der Taktik? Den Frankfurtern noch mehr das Spiel überlassen, finde ich totalen Quatsch. Gehen also ein bisschen vor. Gehen aber vielleicht mal ein bisschen mehr bis zur Grundlinie. Forcieren die Außenbahn. Oh, Ampelkarte für Touré.
der hier nur 4 Minuten später sich gelb-rot wegen Foulspiels abholt. Diesmal muss er auch nichts hier ausbaden, sondern geht einfach mal duschen. Stevens steigt am höchsten nach der Freistoßflanke von Pierre, geht allerdings leider knapp über die Latte. Ja, und jetzt muss natürlich was passieren hier. Die Frankfurter aber weiter. Lindström liegt für Batshuayi auf, der verzieht. Ecke von Suarez. Erst in diesem Spiel. Sessegnon will verlängern. Jakic ist im Moment früher da und klärt den Ball. Noch 25 Minuten. Wie viel geben wir vorne rein? Daka könnte kommen für Allaire. Wir bringen auf jeden Fall Günther für... Na, Suarez macht ein gutes Spiel. Das macht keinen Sinn. Morey für Kenny. Geben ihm die Chance. Daka als Option später, indem wir eventuell noch Svedberg rausnehmen und noch einen weiteren Stürmer bringen. Warten hier noch ein paar Minuten. Aber in Überzahl muss jetzt mehr von uns kommen. Flach und mit ordentlich Power schlägt Suarez die Flanke rein. Allaire lauert. Okoye reißt die Fäuste nach oben. Ah, oh, das Ding über die Latte. Fast das 1-0 jetzt hier. Ecke von Suarez. Schaut lange nach der Anspielstation. Bringt die Kugel hoch rein. Oh, Kass kopft das Ding dann letzten Endes aber raus. Wir sind jetzt überlegen. Morey kommt rein. Oh, Viertelstunde gleich noch. Die Frage ist, Daka für oder neben Allaire? Ich glaube, für. Es lohnt sich hier nicht, jetzt Vollgas zu geben und eventuell einen Konter von den Frankfurtern zu kassieren. Das wäre wirklich, wirklich nicht gut. Suarez geht, Günther kommt. Lieber erhöhen wir ein bisschen den Druck nochmal, aber nur moderat. Viertelstunde noch. Hinteregger jetzt für einen Dicker. Oh, was wäre jetzt hier denn der Dreier hinten raus wichtig für uns? Noch 10 Minuten. Ihr seht es, die Anzeige. Das Spiel verflacht, aber Onas für Batshuayi. Batshuayi viel liegen lassen, kann nicht zufrieden mit seiner Leistung sein. Wir haben noch einen Wechsel offen, aber nichts Offensives mehr. Kopfballabwehr verunglückt von uns. Lindström aus 14 Metern, trifft nur Auge. Oh, und das war's, glaube ich, ja. Duck für Lindström. Bester Mann der Frankfurter in meinen Augen. Dreh- und Angelpunkt heute. Dann die Freiburger. Daka mit der Möglichkeit. Lässt Orcas aussteigen. Aber wird am Vollstrecken leider gehindert. Energischer Antritt von Sessegnon. Gelb für Lenz. Wechseln hier nochmal Harold Bellis ein für Stevens, der viel gegeben hat. Verletzt war. Voller Angriff. Nicht gegen 10 Mann. Hier hinten raus, wie gesagt, in Konterrennen. Noch 3 Minuten. Gibt es noch eine Chance? 2 Minuten Nachspielzeit. Nein, es passiert nichts mehr. Wir spielen, das ärgert mich fast ein Stück weit, nur 0-0 gegen die Eintracht. Trotz Überzahl. Almami Touré muss hier raus. Wir schaffen es nicht, ein Tor zu erzielen. Das war insgesamt zu wenig. Haben uns gesteigert mit der Partie. Aber schaffen es nicht, das Ding hier hinzubiegen. Die Dortmunder gewinnen gegen Leipzig und sind damit nach wie vor Tabellenführer. Topspiel durch ein 1-0. Einen gewissen Gio Reyna. Emre Can hier gelb-rot. Wow, was eine Partie. Wann gab es die? Reyna in der 56. mit dem 1-0. Can in der 77. mit gelb-rot. Rostock achtungsunentschieden. Und vor allem das dritte in Folge gegen Wolfsburg. Ja, wie ärgerlich. 16 Punkte, ihr seht die kleine Diskrepanz hier zu den Mainzern auf Platz 9, das sind 6 Punkte. Es wären nur noch derer 4 gewesen. Frankfurter natürlich auch komplett außer Form. Also da war durchaus mehr drin. Wir müssen uns hier mit dem 0-0 zufrieden geben. Bayern 2-2 in Mainz nur. Interessante Ergebnisse. Ja, und der nächste Spieltag gegen Gladbach. Die allerdings haben nur einen Sieg in den letzten 5 Partien. Wir gucken uns die weiteren Spiele an. Wie gesagt, die Gladbacher hier, unser nächster Gegner 1-1 in Stuttgart. Viele Unentschieden in diesem Spieltag. Wolfsburg, wie gesagt, das 1-1 gegen Rostock nur. Hoffenheim gewinnt 1-0 gegen Union Berlin. Leverkusen gewinnt 3-1 auf Schalke. Nächstes Unentschieden hatten wir die Mainzer gegen Bayern. Augsburg gewinnt 3-1 gegen Bremen und kann sich da unten befreien. Von Platz 18 hochschießen. Bremer natürlich bitter, bitter enttäuscht. Geraten hier auf einen direkten Abstiegsplatz. Und die Kölner gewinnen 1-0 gegen Berlin und sorgen damit für Abstand Richtung Abstiegszone, die wir Gott sei Dank längst verlassen haben, trotz unserer kleinen Serie hier ohne Niederlage. Doch die Frage ist, was passiert gegen Gladbach? Es wird ein schweres Spiel. Gucken uns noch die Stimmen an.
In der Halbzeit hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, mich selbst vorne reinzustellen. Ich sollte demnächst besser auf mein Bauchgefühl hören. Nee, das war eigentlich nicht meine Aussage oder mein Gefühl, aber scheinbar habe ich das im Interview so gesagt. Und Trainer Paolo Maldini, man möge sich das mal kurz vor Augen führen bei den Frankfurtern. Es wäre ein sehr intensives Spiel, am Ende ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften wollten den Sieg. Wir haben ein gutes Ligaspiel gesehen mit Chancen, mit Kampf und viel Fluss. Naja, ich habe mit Chancen ja wenig Kampf und wenig Fluss gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann seht ihr es hier noch. Gio Reyna entscheidet das Topspiel zugunsten von Borussia Dortmund. André Pavlak, neuer Trainer in Köln. Und dann seht ihr hier Fußballer des Monats, Donny Malen vom BVB. Viel spannender aber. Und das krönt tatsächlich diese kleine Formsensation von uns. Manager des Monats. Ich gucke mich um. Ganz genau. Das ist Let's Blinter, das bin ich. Insofern freut es mich natürlich sehr, dass ich hier als Manager des Monats gewählt wurde, scheinbar. Und ja, von da aus heißt es für uns eigentlich in der nächsten Folge genau da weitermachen und anknüpfen, wo wir momentan stehen. Wir brauchen die Punkte und wir brauchen sie wahrscheinlich gegen den siebtplatzierten Gladbach. Ihr seht es links in der Tabelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die, wenn ich meinen Programmkalender gerade richtig sehe und das alles hinhaut, was ich mir vorgenommen habe, nicht am Sonntag kommen wird. Am Sonntag gibt es ein kleines Special. Wie gesagt, Klammer auf, wenn das hinhaut, Klammer zu, was nicht mit dem Fußballmanager zu tun hat. Aber nicht verzagen, nächste Woche Mittwoch natürlich wieder, der FM 22, dann die Folge 18 dieser vierten Saison mittlerweile schon. Läuft richtig gut und läuft bei euch auch richtig gut. Insofern freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Let's Blinter. Ciao, ciao.